So, für ein Schoko-Bananen-Crêpe brauchen wir in erster Linie Nutella, Kakao, ein Ei, Rosinen nach Wunsch, Wasser, Mehl, Puderzucker und ja, ein Schneebesen und eine Schale. So, wir schlagen erstmal das Ei in die Schale und mit dem Schneebesen anfangen zu rühren. Danach kommt auch das Wasser hinein und wir rühren weiter. Puderzucker. Und wir rühren immer weiter. So, und Vanillenzucker habe ich vergessen aufzuzählen. Das kommt natürlich in die Zutatenliste unten oder dann hier neben. So, und dann einfach auch weiter rühren. Dann Kakao. Und zum Schluss Mehl. Und beim Mehl aufpassen, langsam hineingeben, damit keine Klumpen entstehen. So, unser Teig für unser Crêpe ist eigentlich schon fertig. Wir rühren noch ein bisschen weiter. So, wichtig ist, dass keine Klumpen ergeben. So, wir machen eine Pfanne heiß und einen Tropfen Pflanzenöl hineingeben. Und dann von unserem Crêpe-Teig einfach je nach Größe der Pfanne verteilen auf dem Pfannenboden. Und dann auch nochmal so verteilen, so dass wirklich flach überall eine runde Form entsteht. So. Jetzt dauert es eigentlich ein paar Sekunden alles. Wir müssen aufpassen. Wenn oben bestimmte Bläschen sich ergeben, dann ist es fertig zum Wenden. Genau. Und dann die andere Seite nochmal. So, es geht ganz schnell. Unser Und genau, jetzt machen wir unser Rollo. Unser Rollen mit der Banane einfach hineingeben und dann einfach rollen mit den Händen. Die Enden der Banane können rausgucken. Das ist eigentlich auch gewollt. Das sieht schön aus. Und das offene Ende kommt nach unten. So, für die Schokosoße machen wir einfach Nutella mit kalter Milch 2 zu 1. Einfach, also 2 Löffel Nutella und 1 Löffel Milch rühren. Es funktioniert besser, wenn Nutella ein bisschen erwärmt wird in der Mikrowelle zum Beispiel. Und einfach mit dem Löffel rühren, sodass es eine Schokosoße ergibt. Also ihr müsst keine fertige Schokosoße kaufen. Das mit Nutella, also funktioniert wirklich prima. Das habe ich zufällig entdeckt. So, und darüber könnt ihr einfach ja, irgendwas geben. Kokosnuss. Ich habe hier Nüsse, also gehackte Nüsse oder gemahlene Nüsse und dann Rosinen, je nach Wunsch. Ne? Also irgendwas Helles wäre gut, das sieht einfach auch besser aus. Und Nüsse passen eigentlich sehr gut zur Schokosoße. So, und wenn ihr das als Nachtisch oder als Dessert servieren wollt, würde ich empfehlen, einfach zu schneiden und dann einfach so auch für die Gäste oder für die Familie zu servieren. Und es ist wirklich, wirklich lecker. Also das wird die Familie oder werden eure Gäste lieben. So, also wenn euch mein Rezept gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Schreibt mir ruhig eure Kommentare, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt, ob es euch geschmeckt hat oder nicht. Ich denke, ein paar Sünden müssen es sein. Man muss sich zwar gesund ernähren, aber die Sünden gehören dazu. Und so eine gesunde mit der Banane und Nüssen bereicherte Sünde ist eine schöne Sünde, finde ich. Also, wenn ihr weitere Rezepte von mir haben wollt, besucht einfach meinen Kanal, meinen Blog oder meine Facebook-Seite. Tschüss, bis zum nächsten Mal.